Ich freue mich, dass ich heute so hohen Besuch habe, ja, und ihr habt da einiges mitgebracht. Jetzt bin ich schon richtig neugierig, was ihr damit vorhabt. Ja. Das schaut aus wie ein Vogelhäuschen. Das ist aber ganz was Schönes. Habt ihr das gebastelt? Ja. Vielleicht ist das dann für Sie ein Sommerprojekt, dass Sie mit Ihren Enkelkindern das Vogelhäuschen gestalten. Und das ist ganz lieb. Das hier ist, habe ich euch gerade vorhin gesagt, ein wichtiger Raum. Ja, er ist schon ganz alt. Normalerweise darf man nur auf der Zuhörergalerie sein, aber ihr seid heute meine ganz besonderen Gäste, meine VIPs, meine Very Important Person, ja? Und deswegen dürft ihr da unten sitzen. Das sind die Plätze von den gewählten Mandataren, das sind dann Gemeinderätinnen oder Gemeinderäte. Ja, ich bin schon in der Regierung über 20 Jahre, das ist schon eine lange Zeit, und ich darf auch schon das 16. Jahr Bürgermeister sein. Ja? Wenn ihr in der Früh aufsteht und ihr wascht euch die Hände oder ihr geht duschen, dann kommt Wasser aus der Dusche. Ja? Irgendjemand muss ja dafür sorgen, dass das frische Wasser bis zu euch nach Hause kommt. Dafür haben wir eine eigene Firma, ja? Gehört auch der Stadt. Ja? Und wenn kein Wasser kommt aus der Wasserleitung, wen ruft ihr dann an? Die Handwerker. Zuerst die Handwerker. Und wenn die auch nichts machen können? Das Wasserwerk und dann mich, genau. Dann würdest du sagen, Herr Bürgermeister, wir kriegen kein frisches Wasser. Hast du keine Leitungen gebaut? Hast du keine Becken gemacht? Hast du nicht gekümmert? Ja? Oder ich muss zum Beispiel darauf schauen, dass es Busse und Straßenbahnen gibt. Ja? Wenn die nicht kommen in der Früh, wenn ihr zur Schule wollt, das wäre nicht schön. Ne? Also muss man das auch tun. Und so geht das weiter. Die Schule muss in Ordnung sein, der Kindergarten beheizt. Aber es ist ein wunderschöner Beruf. Ich darf helfen. Ich darf Träume umsetzen. Jetzt bauen wir gerade das Murkraftwerk. Da möchte ich, dass die Mur erlebbar wird. Wie heißt denn du? Juschka. Also Juschka ist jetzt unsere Bürgermeisterin. Ja? Wie heißt denn du? Susa. Also Herr Finanzstaat Ratscha, kommst gleich da. Ja? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, schwimmen in den See. Bravo! Jetzt haben wir schon eine Stadtregierung. Normal brauche ich noch jemanden für den Verkehr und jemanden für die Schulen. Also für uns wird die Arbeit aufgeteilt. Kann nicht alles der Bürgermeister machen. Ja? Dann wird die Frau Bürgermeisterin jetzt mit schönen Worten den Herrn Gemeinderat hier an das Rednerpult. Gina, komm bitte zum Rednerpult. So, jetzt kommt die Gina zum Rednerpult. Neues Schwimmbad für die Stadt Graz wünscht du dir. Ja? Warst du schon einmal in einem Schwimmbad von Graz? Ja. Wo gehst du da hin? Ins Augartenbad. Ins Augartenbad, ja. Und in die Auster, warst du auch schon in Eckenberg? Ja. Also 5 Bäder haben wir und du hättest gerne noch eines dazu. Ja. Wo hättest du das gerne? In der Nähe vom Puntigam. In der Nähe vom Puntigam, ja. Also alles klar. Dass es im Puntigam ein neues Schwimmbad gibt, gell? Also, jetzt fragst du wieder, wer dafür ist, bitte aufzeigen. Wer ist dafür? Schon wieder alle dafür. Also ich finde, dass man in Schulen zum Beispiel Steine konfizieren wollen, weil sonst nehmen sie immer Stein und dann werfen sie auch Menschen. Das ist schon oft passiert, zum Beispiel in unserer Schule. Und dann habe ich für euch noch ein Geschenk mitgebracht, weil da herinnen ist es ja jetzt kühl. Aber draußen ist es schon schön warm. Wie ihr hergekommen seid, habt ihr das gibt. Und wenn es so warm und so heiß wird, dann braucht man eine Abkühlung. Ja? Und abkühlen kann man, indem man schwimmen geht. Oder indem man ein Eis isst. Und deswegen habe ich für euch alle einen Eisgutschein. Ja? Und der beste Rechner, der Herr Finanzstadtrat, ja? Der wird den Schatz jetzt bekommen. Und ihr könnt dann gleich hinübergehen, nebenan, neben dem Rathaus ist ja gleich ein Eisladen. Und dort könnt ihr dann jeder eine Kugel Eis essen. Euch noch schöne Schulzeit, schönen Sommer, schöne Ferien und genießt das, dass jetzt dann ein bisschen frei ist. Danke, dass ihr da wart. Für dich. Danke. Bürgermeister. Danke. We'll be right back.
gefallen hat, dass ihr ein bisschen was einen Eindruck bekommen habt, wie so im Rathaus, wie der Herr Bürgermeister so den ganzen Tag bei der Arbeit ist, ja? Danke, auf Wiedersehen. Unser Grazer Rathaus hat ca. 12.878 Quadratmeter. Damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie groß das ist. Wir haben 185 Zimmer auf 3 Stockwerke verteilt und 275 Menschen arbeiten hier im Rathaus.